So. Weniger RNG, mehr tatsächliches Bauen. So, ich könnte... Ja, stimmt, ich habe ja hier, ich habe ja bis zu einem bestimmten Punkt gespielt, aber ich fange einfach nochmal von vorne an. Würde ich sagen. Einfach nochmal, um in das Ganze reinzukommen. Fakt ist halt... Hm? Warum nicht? Eben. Fakt ist halt, du hast ein Objective wie mach kaputt und jetzt liegt es an dir, etwas zu bauen, was diesen Job erfüllt. Ich werde auf jeden Fall heute einen Panzer bauen, so viel ist man sicher. Ich muss nur gucken, ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr damit zu tun gehabt. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wie man überhaupt wieder irgendwas baut. Es gibt ja auch Hydraulik und all so ein Gejatze. Es gibt echt Pistons. Alles mögliche, was du machen kannst. Es ist echt das Kerbal Space Program seit den Spielen. Mhm. Steering Hinges, du kannst so viel Zeug machen. Einfach übergroße Räder. Ich meine, Jesus Christ. Wenn ich die Dinger... Und dann, warte mal, wo starte ich nochmal? Hier. Huch. There we go. Setting things in motion. Ich meine, es ist ein sehr, sehr, sehr harte Räder. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, für einen Panzer sind das gute Räder. Okay, warte mal. Das sind jetzt... Ach, das gibt's auch noch... Nugget, danke für die Bits. Man kann auch... Räder auf Räder packen? Seit wann das denn? Moment, Angel, du bekommst das Bild auch gleich noch zu sehen. Give me a moment. Oder, oh, unpowered Cock. Wolltest du mich... Ich kann auch einen Cock einbauen. In die kreative Ecke werfen. Small Wheel. Steering. Ah. Haben sie das jetzt mal so eingefügt? Das ist nice. Wollen wir mal gucken. Gut, wir wollen ja irgendwie was bauen, was zerstören kann. Richtig, wir fangen ja so an. Habt ihr so Vorschläge, was wir machen könnten? Weil ich am Ende des Tages möchte ich auf jeden Fall einmal einen Panzer bauen. Du kannst ja mal einen Metaton bauen. Also die Roboter-Version. Mal gucken, wie der vorankommt. Also, Moment, dafür brauche ich was als Vorgabe. Wie entferne ich Zeug? Also diese Kaufautomaten-Version. Ja, nur dafür brauche ich eine Vorlage. Ich weiß nicht, wie der so aussieht. Wie war nochmal das? Ah, X. Okay, X. Kannst du mir eine Vorlage kurz schicken, wie du meinst? Ja, klar. Vielleicht kann ich da ja was draus machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den... So wie ich mir das jetzt gerade denke, habe ich keine Ahnung, wie ich den balancieren soll. Das ist ja der Witz daran. Deswegen, das könnte funky werden. Wenn du jetzt willst, dass ich Metaton baue. Aber die Idee gefällt mir. Ich pack das einfach mal jetzt kackendreist in unsere Konfi rein. Ja, mach mal. Okay, warte mal. Original anzeigen. Ich brauche das mal... Oder kann ich es irgendwie... Nee. Ich habe nur gedacht, was ist das mit Abstand Schwierigste, was du jemals so bauen könntest, was lange und wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Dachte gleich sofort, Metaton-Automaten-Version. Okay, warte mal. Ich mache mir das mal nebenbei als Vorlage auf, als Bild. Ich muss das nur kurz finden. Hier. So, ich habe es jetzt nebendrin als Vorlage. Yay. Das könnte funky werden, guys. Also das könnte echt... Bau den YouTube-Algorithmus nach. Müsste aber so zu bauen realistisch sein. Moment, du willst, dass ich den YouTube-Algorithmus baue? Du willst, dass ich Schrott baue? What? Ich kann du auch willst, dass wir einen riesigen, nicht mehr transportablen, zusammengeschweißten Block Müll in unser Haus stellen? Okay, also da Alexa möchte, dass ich die Version vom Metaton baue, wird das schwierig, weil das Ding... fährt irgendwie auf einem Rad. Kleine Mini-Rad vor allen Dingen.
Deswegen, okay, da muss ich schon direkt sagen, so, das wird nicht funktionieren. Kannst du dir auch zwei Räder bauen. Ja, aber es soll ja auch... Ich meine, der Körper ist groß, right? Und er soll ja auch stabil sein. Oder du kannst ihn mit dem Propeller oben anbauen, damit... dass er irgendwie halt wird. So, warte mal, Motorwheel. Okay, check this shit out. Whee! Das hat sogar funktioniert. What the fuck? Okay. Wir wissen, Metatron funktioniert. Alter, wenn ich da irgendwas oben drauf mache, ne? Das geht so in die Hose. Okay, warte. Aber ich krieg das hin. Das kriegen wir hin. Wir kriegen uns so einen eigenen Metatron. Jetzt ist ja die Frage, wir wissen jetzt nicht, ob er... Ist er flach oder ist er breit? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er so ist. Das heißt, wir machen das jetzt mal so. Alex, das Ding wird nicht fahren. Das ist nicht schlimm. Na, wenn das nicht schlimm ist, dann ist ja gut. Hauptsache, wir haben Spaß. Darum geht's doch eigentlich beim Videospiel. Das ist wahr. Denk daran, okay. Joel hat einen Waschbär gebaut. Er hat nicht gut funktioniert. Also, kann man mal sehen. Das, was ich hier gerade gebaut habe, war schon um einiges effizienter. So, ich bezweifle, dass der Kasten... Also er steht... Das ist doch schon mal das Mindeste. Aber... broke! Ist schon kaputt. Und der untere Teil macht einfach immer die Arbeit. Oh Mann, why? Oh why? Oh wo? Das Ding wird niemals fahren. Das Gewicht ist einfach zu uneben. Schade. Außerdem, er ist ja auch ein bisschen... Warte mal, das muss ich nochmal fixen. Das hier muss weg. Er ist ja auch nicht so dick, ja. So dick, wie ich ihn gemacht habe. Ich weiß, das wird nichts ändern. An der Tatsache. Mit fahrendem Keyblade, what the fuck? This is weird. But could work. So, und dann... Mach doch. Mach doch. Du Teil, du. Okay. Die Kamera war hier schon immer ein bisschen fummelig. Nenn mir ein Spiel, was eine gute Kamerasteuerung hat. Ja, gut. Weg, weg. Ran, ran, ruh. Darf ich dich an das erste Kingdom Hearts erinnern? Die Kamerasteuerung? Oh, das erste was Kingdom Hearts... Das war AIDS. Alter, was du da war, Mario 64 von der Kamerasteuerung war ein Meisterstück. Wenn ich ganz langsam fahre, komme ich irgendwann an. Oh fuck. Oh fuck. Sieht so effizient aus. Oh, Metatron, you're way too fabulous for this world. Okay. Ich glaube, ich habe auch seinen Körper viel zu klein gemacht eigentlich. Aber macht nichts, wir machen das Ding jetzt voll. Und dann, warte mal, es gab doch irgendwie... Hier. Platten.
Das sind die Knöpfe, die er hat. Jetzt muss ich ihm nur noch diese Wobbelarme geben. Ich ahne Schreckliches. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie bauen wir diese Wobbelarme? Deployer. Was ist ein Deployer? Bestimmt nicht das, was ich brauche. Spring, Grabber, Springblock, Piston. Nee, das ist alles nicht, was ich brauche. Das hier, Steering Hinge. How do I turn stuff? Undo, redo, rotate. Click and drag to rotate machine. Achso, nee, das will ich doch gar nicht. Set machine to ground, das ist ja schon mal gut. Ah, fuck. Wie dreht man nochmal Blöcke? Boah, Leute, bringt mich nicht auf Ideen. Boah, es bringt sehr auf Ideen. Warte mal. Ja, das How to Build ist mir ja bewusst. Ich will wissen, wie ich Zeug drehe. Muss es eine... hier, R. Sein linker Arm ist länger. So, okay. Ich habe gedacht, der würde weniger steif da rumstehen. Okay, warte. Wie seid ihr? Das sieht so elegant aus. Ja! 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 Er freut sich, er kann sich freuen. Ich hab einen sich freuenden Roboter gebaut. Ich hab einem Roboter beigebracht zu lieben. Oh nein. Aber er kann sich auch an die Hüften packen und dann sagen, so. Pff. Kennst du die Shanks-Comics? Nee. Das ist so ein... quasi so ein Typ, der zeichnet halt einfach sehr viel. Und da hat er nur so ein Comic gemacht, wo er nur ein Wissenschaftlerteam erstellt hat, wo sie nur sagt, wir haben den ersten Roboter gebaut, der Emotionen fühlen kann. Was? Ernsthaft? Und da steht dieser Roboter, der einfach nur so in Druckschrift dasteht. Das ist Horseshit. Und plötzlich haben sie den Nobelpreis gewonnen. Ich hab jetzt einen Roboter gebaut, der sich selber auseinanderreißen kann. Der Moment, wenn du keinen Bock mehr auf deine Beine hast. Ja, you just rip yourself apart. Warte mal, der geht ja auch nach oben. Warte mal, kann ich da oben jetzt irgendwas hinpacken? Ich meine, ich könnte ihm auch einfach Bohrer geben. Circular Saw. Oh, warte mal, die Dinger waren, glaube ich, voll busted. Warte mal. Metaton just got upgraded. Shit. Cyberman, you need an upgrade. Oh mein Gott. Das sieht so toll aus. Wie funktioniert die Kanone? Hab keine Ahnung. F, Q. C, okay. Ah, hier, Cannon. C, ja. Der Moment, wenn du keine Hunde abfeuerst, schießt dich Metaton selber in den Tod. Das ist eigentlich so sad. Ja, doch. Also das sind genauso wie Feuerameisen. Die explodieren, wenn sie zu gestresst sind. Ja, gut. Sie sind dann so wütend, dass sie einfach explodieren. Und dann ihre Gegner mit irgendeiner Flüssigkeit bekleben. Die sind dann auch voll angepisst. Okay, ich kann auf jeden Fall das Ganze auf verschiedenste Arten und Weisen machen.
sieht so bescheuert aus. Er kann einmal schießen, dann kippt er um und ist tot. Das Schlimme ist, Metaton ist großartig variabel. Und meine Maus ist leer, warte mal kurz. Deine Maus ist leer, achso. Reloaded. Okay, warte mal. Die Kanonen sind auch, by the way, scheiße. Ich habe eine bessere Idee. Ich muss nur gucken, wo das... Hier. Ah, shit, das ist zu hoch, wa? Yep, das ist zu hoch. Ich bin aber auch schon set off ground. Warte mal. Wieso geht denn das nicht? Warte mal. Metaton, muss ich erst wieder noch mehr von dir entfernen? There we go. Guck mal, jetzt hat Metaton sogar eine Krone. Oh nein. Hat er gekniffelt? Ja, er hat gekniffelt. So, warte mal. Ich will erstmal will ich kurz gucken, kann ich ihm... Nee, dafür ist es zu lang. Was ist, wenn ich ihm einen seiner Arme wegnehme? Ich nehme dir einfach einen Teil deiner Arme weg und ersetze sie durch Bohrer. Naja, entweder... Also er hört auf jeden Fall jetzt auf, sich selber umzubringen. Und hat dafür, dann hat er dafür zwei Bohrer. Also ich sehe keinen Nachteil. Ne? Okay, aber ja. Wir bauen ja hier nicht Robotniks Main Bean Machine. Nanomaschinen sein. Warte mal, kann ich? Oh, ist das auch zu hoch? Alter, Metaton, du bist zu hoch. Was ist mir zu hoch? Mal davon abgesehen, dass es hier sowieso das einzige Mal, wo Metaton benutzt wird. Benutzt. 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 Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das genauso anbringe wie den anderen. Yep. Und yep. Jetzt muss ich die Grabber wieder anbauen. Scheiße. Wo sind denn die immer? Grabber. So, jetzt will ich mal gucken. Kann er... Nein, du sollst dir nicht immer die Organe rausreißen. Okay, das funktioniert nicht. Wir belassen es dabei. Wir fahren mal weiter. Und sollen eine Windmühle zerstören. Ich denke mal, da wäre Mega Gigaton auch praktisch für. Aber auch nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, wir bauen was anderes, oder? Yo. Destroy Machine, yes. Tschüss, Megaton. So, Metaton. Megaton. Megaton. So, was bauen wir als nächstes? What should we do with a drunken sailor? Irgendwelche Ideen? Vorschläge? Weil sonst baue ich bald einen Panzer. Ich meine, wäre ein bisschen Overkill für eine Windmühle. Water Cannon? Alter, warum sollte ich eine Water Cannon bauen, die nicht mal Wasser hat? Ich kann einfach eine... Alter, Moment, könnte ich ein wasserbetriebenes Fahrzeug damit bauen? Small Torch. Die Frage ist, könntest du es nicht? Das ist eine gute Frage. Cool. Remote Grenade. Seit dem letzten Update sind hier echt ein paar neue Sachen zugekommen. Wie geht das Ding hoch? K. Okay. This is how this works. Flammenwerfer gehen eigentlich immer. Ich meine, das OP-ste, was du machen konntest, war einfach nur das hier. Yay.
einfach zwei von diesen Sägen ran und dann... Man konnte es auch irgendwie so machen, dass da mehr dran ist. Und dann geht es einfach kaputt und dann fetzen überall diese Kreissägen durch die Gegend. Den Labyrinthpanzer. Okay, die Idee gefällt mir. Ich hätte keine Ahnung, wie... Warte mal, da brauche ich auch ein Referenzbild zu. Warte mal. Labyrinthpanzer. Zeig mir die Karte mal. Ich brauche die als Vorlage. Das Ding hat auf jeden Fall viele Bohrer. Okay, wir bauen uns einen Labyrinthpanzer. Und keiner wird uns aufhalten. Auch wenn man nicht viel Ahnung hat, wie das Ding wirklich aussieht. Außer vage Vermutung. So. Okay, da habe ich eine Vorlage. Eine vage Vorlage. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das ist an sich eine Idee. Wir brauchen auf jeden Fall Bohrer. So viel ist man sicher. So, dann wollen wir doch mal gucken. Set Ground. Oder kann ich das Ding irgendwie auch nicht zu Ground setten? Ah, okay. What the? Warte mal so. Gut. Bevor ich hier irgendwas runtersetze. Das Problem ist, man sieht bei dem Ding nur, dass es sehr viele Bohrer vorne drauf hat. Mehr nicht. Log Block? Ah, okay. Das heißt, wir bauen uns einen Labyrinthpanzer. Keine Ahnung, wie genau. Aber das wird man schon hinkriegen. So, erstmal wieder so. So. Ich weiß ja nicht, wäre es besser, wenn wir einfach bei der Front anfangen? Was? Mecha Melfa aus League of Legends. Alter, ich habe ja schon eben mit Metaton gestruggelt. Ne, warte. So. Ich versuche gerade da eine Idee. Ne, ich versuche gerade Ideen zu haben. Es ist bei mir immer leider so ein bisschen schwierig. Was ist das denn? Ach, Balljoints, nee. Warte mal, was passiert, wenn ich die hier einfach... Achso, die wabbeln einfach so darum. Ja gut, das bringt mir nichts. Wabbel. Jo. Hinge. What's a hinge? Ups. Auch nicht, warte mal. Eigentlich müsste ich wirklich die... die ich eben benutzt habe. Kam das Teil im Anime? Na, das Problem ist ja nicht unbedingt... man bräuchte ja so ein bisschen Details. Das ist das. Deswegen, ich versuche gerade so meine eigene Interpretation von einem Labyrinthpanzer zu bauen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick absolut versagen. Aber das kriegt man bestimmt schon irgendwie hin. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau. So. Was ist das hier? Eine Wooden Pole? Achso, das ist... Wooden Block, Log Block, Cock Block. Kann ich da... Könnte ich. Das sieht zwar jetzt am Ende wahrscheinlich überhaupt nicht nach einem Labyrinthpanzer aus. Aber, ups, ich habe so das Gefühl, das könnte funktionieren. Meistens, wenn ich das sage, ist das nicht gut. Warte mal, Locomotion. Brauche ich dafür... Brauche ich dafür fucking, ne? Nee, die können auch so fahren. Okay. Das sind auf jeden Fall Reifen, die eines Panzers würdig sind.
Okay, die Idee gefällt mir. Okay, warte. Das könnte funktionieren. So, die Idee, die ich habe, das könnte sogar tatsächlich richtig cool werden. Ich hatte ja, wie gesagt, sowieso vor, einen Panzer zu bauen. Also von daher, wenn wir schon mal dabei sind. Ach. Warte mal, kann ich? Ich könnte doch bestimmt. Das würde bestimmt cool aussehen. Okay, warte. Ist mir echt gerade relativ scheißegal, ob es effizient ist. Ich will eigentlich nur, dass es cool aussieht. Yes. Jetzt passen hier zwei rein. Das macht die ganze Sache um einiges cooler. Es ist zwar am Ende alles andere als ein Labyrinthpanzer, aber das müsst ihr ja niemandem erzählen. Okay, okay. Zumal ich das Ganze jetzt hier überwiegend komplizierter mache, als es sein soll. Aber ja, doch, doch, das Ding... Okay. Land Rover! Okay, da müssen wir aber definitiv noch dran schrauben. Irgendwie kriegt man es vielleicht hin, dass die Front abgerundeter ist. Ich meine, jetzt habe ich mir sowieso verbaut, weil ich keinen Platz mehr habe. Es sei denn, der Schoschmann ist schlau. Einmal im Jahr. Macht das Ganze so. Und einmal im Jahr bin ich sogar tatsächlich schlau. Und dieser Tag ist ausgerechnet heute. Technisch gesehen baue ich mir hier wirklich einen einzig großen Rotorola. Durchaus, ja. Ein bisschen... Ich möchte dich bitte nach hinten. Bitte. Wie kann ich dich denn... Ich möchte dich nicht hoch und runter setzen. Weil ich weiß nicht, was ich noch bauen will. Ich will dich eher nach... Wumm. Aber das, was ich mir gedacht habe, die Mechanik dahinter, die funktioniert schon mal. Oh, Napgamer, du hast bei Tetris nicht viel verpasst. Das Game war schäbig. Schäbig, schäbig. Wenn wir das nämlich so machen, können wir das Ganze nämlich hier noch ein bisschen stabiler machen. Check this shit out. Steering Hinge. Wieso habe ich das Gefühl, dass wenn ich das irgendwann mal falsch mache, dass es einfach das gesamte Gerät zerreißt? Okay. Dieses Gerät ist schlicht und ergreifend für jedes Terrain zu haben. Außer für Kurven. Für Kurven sind scheiße. Ich meine, wenn ich es hinkriegen würde, dass ich da Kurven mitfahren kann, ne? Alter. So, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Warte mal. Was ist, wenn ich das hier, die hier vorne... Warte, das ist sowieso Blödsinn, was ich hier tue. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Kannst du dann sowas hochfahren? Er fährt auf jeden Fall über Hügel, also über Hühnchen. Wir machen Fortschritt. Okay, das bringt überhaupt nichts. Wie bauen wir jetzt? Also, wir haben auf jeden Fall die Mechanik zum Fahren. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Labyrinth-Panzer-Einheiten? Steering. How do I steer? How does one do this?
Grindpad. Nee, das funktioniert nicht. Da kannst du dir auch in die Haare schmieren. Wir machen auf jeden Fall Bohrer. So viel ist man sicher. Ja, und deswegen... Warte mal. Weapon. Opa, Weapon, weh. Nee, das wäre dumm. Das wäre retarded. Wäre nicht das Neueste bei mir, ne? Kann ich dann da noch mehr Bohrer? Ja. 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 Mehr Bohrer heißt mehr Bohrer heißt mehr Bohrer. Das Ding macht am Ende so wenig Sinn. You wouldn't believe it. Dude, ich leg mich pennen. Tu das. Ich hab jetzt seit 20 Stunden nicht mehr gepennt. Ja, ey. Doch, das ist so ein bisschen. Das ist so eine Zeit lang. Ich war seit gestern Abend 9 Uhr. Seitdem bin ich wach. Yeah. Ja, geil. Das hat's ja. Wow. Hat da viel Spaß noch, ne? Jo. Dir auch beim Pennen. Yeah, ich hab immer Fun, wenn ich pennen gehen darf. Awu. Awu. Alter, warum driftest du, du Scheißteil? Warum driftet das Ge- Oh. Ist eins der Räder falsch? Ich glaube, das Rad hier ist falsch. Aha. Well, it works. Mal gucken, wie weit wir kommen, indem wir einfach nur, ne? Oh, come on. Come on, you're almost there. Das Ziel ist schon... Ein Teil von mir ist da. Schon genug Bohrer? Also, ich bitte dich. Genug Bohrer. Das halte ich für ein Gerücht. Genug Bohrer. Also bitte. Was wir jetzt noch brauchen, ist richtige Artillerie. Ja, richtige Artillerie, welches einfach mal die gesamte... Why you rip? Nice aim. Wait. Aber. Ich habe zwar ein paar Teile. Okay, das ist machbar. Das ist schaffbar. Oder auch nicht. Wenn ich irgendwie es schaffen könnte, ne? Mörser. Gute Idee. Mörser klingt immer gut. Shrapnel Cannon. Ja, doch, das klingt nach Spaß. Ja, geil. Nein! Ah, oh, so close. Jedes Mal. Na, doch nicht so. Können wir uns darauf einigen, dass die Schrapnell-Cannon irgendwie scheiße ist? Ah, oh, Mano. Das tut ja überhaupt nichts. Fuck. Ich meine, meine Maschinerie funktioniert. Es ist bewiesen. Sometimes. Vielleicht brauchst du einfach leichtere Artillerie. Ihr wisst schon. Artillerie, wo nicht sich zerfetzt.
Seht ihr? Seht ihr? Und dann Panzermodus über die Mine. Merken, dass wir kaputt gehen. Nur noch halb fahren können. Und schon haben wir den vollen Need for Speed Most Wanted Feeling. Aber... Das ist doch Bullshit. Ich muss irgendwie... Wenn ich es hinkriegen könnte, dass dieses Ding fahren kann, ne? Wenn ich das hinkriegen würde, also richtig fahren. Okay, wisst ihr was? So cool ich das ja auch finde, ne? So cool ich dieses System ja auch finde. Es ist irgendwo ziemlich unpraktisch. Let's face it. Gut, wir machen das jetzt richtig. Wir bauen uns jetzt einen vernünftigen, richtigen Panzer. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Ich muss nur dafür einmal lernen, Steering. Ich muss das hier einmal so gucken. Und dann machen wir mal die dicken Räder, weil alles andere wäre Blödsinn. Aber... Ja, deswegen habe ich ja jetzt Lenkung gebaut. Und schaut mal, ne, wie das auf einmal wieder funktioniert. Ich meine, klar, wir könnten das jetzt so mit dem Ding allein machen. Aber das wäre ja langweilig. Also... Bauen wir uns das, was in der Regel bekannt ist, als ein Panzer. Das, was ich schon die ganze Zeit vorhatte. Und das jetzt auch machen werde. Weil am Ende, wer soll mich aufhalten, ne? Wer soll mich aufhalten, ne? Das ist die Frage. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, wie wir das jetzt am ehesten hinkriegen. Ohne, dass wir... Ich baue erstmal eine Plattform, wisst ihr? Erstmal eine Plattform bauen... wo die Räder genügend Platz zum Radeln haben, sag ich mal. Aber sie zugleich auch geschützt sind. Ne? Denn ihr müsst wissen, Kids, Protection geht über Perfection. Ne? Protection geht über Perfection. Das ist wichtig. Easy. So. Das ist das, ne? Just hear me out. Das hat alles seinen Sinn. Aber das ist... Warte mal, habe ich jetzt das hier? Steering oder... Ich habe das hier gehabt. Ich benutze nämlich dieselbe Mechanik, wie ich sie vorhin hatte. Und schaut euch an, denn... Wie geil das funktioniert. Das war jetzt nicht so wichtig. Er hat den Wendekreis von einem Panzer. Ist ja auch richtig so, ne? Also es hat den Wendekreis, den ich mir eigentlich die ganze Zeit wünsche. Und es ist sehr, sehr sturdy. Sehr, sehr blockig. Es ist scheiße schwer zu fahren, though. Wirklich scheiße schwer zu fahren, just saying. Aber... Schaut mal einer, guck. Schaut mal einer, guck. Ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Der Panzer, das hier ist die Basis eines Multitools. Eines literally Multitools. Von daher können wir daraus jetzt alles machen, was wir wollen. Jetzt ist die Frage, warte mal, kann ich noch... Was passiert, wenn ich jetzt... Das würde aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, weil... Why? Intersection. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber... Gut. Okay. Aber Fakt ist... Es funktioniert. Wir haben große, ne, unpowered. Also, ne, unpowered. Was soll ich mit unpowered? Motor Wheel. Achso, das sind die Dinger. Setzen die auf, wenn wir das machen? Oder wäre das absolute Zeit- und Raumverschwendung? Die setzen nicht mal auf.
Aber sollten die Haupträder versagen, ist das immer noch eine gute Option. I guess. Okay, Fakt ist, wir bauen weiter. Wir können ja hier noch einiges machen. Jetzt brauchen wir nämlich erstmal Protection. Sonst habt ihr 9 Monate später ein Problem, mit dem ihr nicht dealen wollt. Kann ich das so machen? Can I do it this way, though? This is the foundation of our nation. This is the foundation for an explanation. Yeah. Aber seht ihr, wie der Schnucki fährt und wie protected die Räder sind. Und alle werden sie glauben, dafür sind die Räder. Aber das sind sie gar nicht. Dann schaut ihr nämlich mal unter die Haube und auf einmal, babum, geheime Räder. Geheime Powerräder. Aktuell ist es, ja, ich meine, es sieht für den Narren vielleicht aus wie ein fahrender Block, der mit jedem Stückchen Gewicht immer schlechter fährt. Nobrox, vielen Dank für den Sub. Aber das Ding fährt, hat vielleicht den Wendekreis von einem Panzer. Yes. Um genau zu sein, es wendet dann überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil es keinen Platz hat. Ja, das Ding hat echt den Wendekreis von einem Panzer. Aber das ist ja nur eine... Soll ja nur darstellen, dass es tatsächlich... Ne? Dann schaut mal. Es sieht nur von außen aus wie so ein elektronischer Staubsauger. Aber, ne? Ihr versteht, worum es geht. Well, okay, das sagt jetzt nun. Aber schaut mal, das Ding brennt, explodiert, zerbröselt. Okay, gut. Aber wir könnten da natürlich jetzt noch mehr reinmachen. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Wisst ihr jetzt, wo wir die Basis... Ja, guckt euch das an. Als ob die eine Chance hätten, ne? Als ob die mit ihrem Bilbo-Scheiß da eine Chance hätten. Check this shit out. Wir setzen den jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ich werde auch irgendwann noch rauskriegen, wie ich ihn nach hinten und vorne setzen kann, weil das wäre echt cool. Aber uns stehen jetzt so viele Möglichkeiten offen. Diese hier zum Beispiel. Hehehehe. Es fährt einfach durch und zerbröselt dann. Während die ganzen Bohrer noch ihre Arbeit machen. Das Ding sieht, das sieht so bescheuert aus. Oh, warte mal. Ich könnte ja auch noch... Ne, warte, ich benutze mal Kanon für obendrauf. Ja, geil. Wenn die Dinger jetzt noch treffen könnten, ne? Das wäre ja richtig geil. Damit mein Gerät nicht Feuer fängt, möglich. Okay, warte. Oh nein. Ich drücke mal Leertaste, weil ich damit feuern will. Aber komischerweise trifft keiner dieser Kugeln. Fuck you. Nicht das machen tun. Scheiße. Warte mal. Wo war hier? Undo. So, much better. Es gibt ja auch Panzerung. Technisch gesehen könnte ich mir einfach eine Panzerung davor schmeißen und sagen, so. I will thank that. Und by the way, die Idee, ne? Diese Idee hier. Das ist nochmal was ganz anderes. Wenn das Ding nämlich zerstört wird, ne? Es ist wie so eine Yu-Gi-Oh! Karte. Wenn sie zerstört wird,
Also ganz zerstört. Und nicht... Ne? Well, das funktioniert ja alles gerade wunderbar. Ich meine, wir können auch ein paar Spikes vorne ran machen. Könnten wir auch. Wäre allerdings, ne? Wir könnten... Warte mal, funktioniert das? Ich habe einfach das Ding in ihre Richtung geschmissen. Und jetzt warte ich, bis das Feuer aus ist. Und dann fahre ich durch. Wer will mich jetzt noch aufhalten? Den Waschbord. Seht ihr? Und, et voilà. Ein bisschen Wasser löst so viele Probleme. Oh, oh, das wird jetzt witzig. Die Leute, die tatsächlich glauben, dass sie gegen diese Maschine eine Chance hätten. Ich meine, wir können es einfach mal so probieren. We're just plowing through them. Als ob irgendwer hier irgendwas zu melden hätte. Alter, bau einfach einen Block mit Rädern unten. And let death commence. Funktioniert erstaunlich. Scheiße. Come on. Scheiße. Ich hab's. Okay. Okay. Sag mal, wieso dieses Ding funktioniert verdammt gut? Irgendwie, achso, hier. Achso, diese Stahlblöcke soll ich da jetzt stehlen. Okay, denn. Das ist einer. Sobald ich irgendwie gedreht krieg, ne? Sobald ich irgendwie gedreht krieg. Vor allem die Steuerung ist umgekehrt. Das ist ein bisschen problematisch. Aber schaut euch das an, wie easy dieser GameCube das macht, ne? Es funktioniert einfach. Ach du Scheiße, das Ding, I totally forgot. Ich glaube kaum, dass ich da einfach hochfahren kann und sagen kann, so, inhale. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das lässt der nämlich nicht so einfach zu. Das findet der nämlich nicht so einfach so witzig. Weil das Ding also in dem Grund Laser schießen kann. Gut, wir müssen also umrüsten. Wir verzichten jetzt hier also auf unsere guten Bohrer. Und bauen dafür jetzt etwas Steering Hinge. Ich habe eine Idee. Wer braucht Katapulte, ne? Wenn man Kanonen hat, die in andere Richtung gucken können. Die den Winkel ändern können. Ja? Aus der Luft. Unschlagbar. Und nochmal bitte. Come on. Ups. Und kabusch. Easy. Easy. Use Explosives. Okay. Okay. Dafür ist das Ding ja variabel. Warte mal. Wir... Doch nicht das. Meine Güte. Ja, richtig so. Meine, es sieht einfach... Das Ding sieht aus wie eine sehr aggressive PS2, aber an sich funktioniert's. Das ist das Witzige an der Sache. Das Krasseste auch, ja, wir hätten, ne? Wir hätten auch Zeug, wir hätten auch Platz für sowas hier. Kann ich die einfach da dran anbringen? Mit K. Die fallen dann einfach runter. Aber ich kann sie schieben. Oder auch nicht.
Gab's nicht solche Ballhalter? Warte mal, dann sind die hier vorne ja leider unnütz. Es sei denn, Schoschmann hat wieder eine Idee. Weaponry. Grenade. Hält das? Meine Ideen. My genius knows no limit. What? Gut, dann machen wir es halt anders. Packen wir die halt versetzt. My genius knows no limits. Und jetzt check this shit out. Mhm. Genau, aber, ne? Man ist ja noch nicht fertig. Ups. Soll ja auch symmetrisch sein hier, ne? Wie zünde ich euch? Mit Tee. Okay, Tee. Nice job! Okay, die Dinger. Die machen überhaupt keinen Schaden. So. Ist ja Blödsinn. Explosive Rocket. Pff. Ist ja überhaupt nichts Explosive, Boy. Das hier benutzen. Then we talk explosive. Die Explosion ist größer. Wir machen das. Wenn wir die jetzt nur hinkriegen, dass sie da vorne bleiben, dann haben wir tatsächlich, dann haben wir Victory. Victory is assured. Auch wenn ich dann sehr viel weniger davon haben kann. Wir können aber. And again. My genius knows no limits. Man kann ja mal ruhig ein bisschen übertreiben, nicht wahr? Ich meine, warum nicht, right? Wir benutzen die Granaten als Fernzünder für diese Schnuckis. Well, okay, set to ground. Okay. Ganz ruhig. Das ist wie Blastkorps. Das ist wie Blastkorps, nur gefährlicher. Wir müssen es also hinkriegen, dass wir da so ein bisschen in die Seite fahren. Bevor wir... Wackel doch nicht so. Okay, 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 okay. Das sollte reichen. Oder auch nicht. Okay, denn. Ganz sachte fahren. Okay. Es ist, als wenn euch euer Chef sagt, ihr müsst damit ganz vorsichtig sein. Dann seid ihr damit ganz vorsichtig und Jesus Christ, ihr wackelt nicht so sehr damit rum. Weil ihr genau wisst, ihr habt sonst am nächsten Tag eure Papiere auf dem Schreibtisch. Ich bin einfach reingefahren. Das hat auch funktioniert. Oh. Das macht zu viel Spaß. Okay, das funktioniert auf einmal auch. Okay, nice. So, was nun? Destroy 90% or more. Okay, ich glaube... Ja gut, die haben Kanonen und so einen Spaß. Ich glaube, alles was jetzt hier... Ne?
Kann ich mal aufhören, ständig die Grundstruktur zu entfernen? Alter, ich entferne jedes Mal die Grundstruktur. Das ist nicht gesund. Was, wenn ich einfach fahre? Was wollt ihr dann machen? Was wollt ihr dann? Hä? Was macht ihr dann? Ich habe da vorne Granaten dran. Wollt ihr darauf schießen? Technisch gesehen, alles das, was ich gebaut habe, ist hier ein Tali-Bomber. Und das ist mit Rädern. Okay, das könnte ein bisschen... Das könnte problematisch werden. Vielleicht einfach hochfahren. War ja klar. Dass das nicht so funktioniert. Aber gut, wir können wieder auf unsere altbewährte Technik zurückweisen. Nämlich Kanonen bis zum Erbrechen. Genauso. Und dann. Und dann und dann und dann und dann und dann. 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 So, jetzt. Irgendwann muss das Spiel mir doch auch mal eine Challenge geben. Also, ich meine, mein Meisterwerk muss doch mal irgendwie aufzuhalten sein. Destroy 70% of a tower. Okay. Wir nutzen mal das hier. Ja, doch. Ja, und Shadow? Yes. Meine Freundin Neko hat jetzt gesagt, so, ich weiß jetzt, warum du die nervig bist. Ich habe nur 2 Sekunden reingehört und dachte, also, ach du Heilige. Ich habe ihr Cutscenes gezeigt aus Resi 4. Oha. Ich habe ihr dann bei so einem ganzen so einem Video, wo halt alle Cutscenes drin waren, da angehalten. Wo halt die fragt, so, alles in Ordnung mit dir? Und wo sie sagt, so, ja, lass mich in Ruhe, Leon, und rennt straight in die Falle rein. Ach ja. Wir müssen sie lieben. Nicht. Müssen tun wir gar nichts. Wir müssen sie lieben. Punkt, Punkt, Punkt. Nichts. Okay. Das ist das Schöne an unserer mobilen Tötungsmaschine. Sie fährt immer, sie meckert nie, tut absolut gar nichts. Das ist interessant. Ups. Ich muss echt aufhören, immer Space zu drücken. Gut, das bringt überhaupt nichts. Gut, wir müssen also irgendwas finden. Ah, shit. Weiter undoen kann ich nicht. Gut, dann heißt also... Wie? Okay, gut, ich muss das ja raufbeschwören, ne? Von wegen Challenge. Suddenly, das Ganze wurde um einiges trickiger. Bei ihr. Well. Was haben wir denn noch so im Repertoire, was wir irgendwie... Wir brauchen ja wahrscheinlich irgendwas, was Bumm macht. Hauptsache irgendwas, was Bumm macht. Die Frage ist, wie schmeißt man eine Bombe? Wie baut man ein Katapult? Bärenkatapult. Wie tötet man einen Gott? Es sei denn... Fragt Tenef, die hat da so ein paar Göttertöter. Seht ihr aber, wie perfekt man sowas umbauen kann, wenn das funktioniert, ne? Alter, ich fress einen Besen. Mit O. Boah, ein bisschen. Ah!
Okay, warte mal, das funktioniert sogar fast. Info, nee, Keymapper, nee. Race? Du, ich bin erstmal weg, ich bin nachher wieder da. Oi. Ich meine, jetzt kann dieses Monstrum auch noch fliegen. Wenn ich jetzt also Granaten hier hinten anbringe, ne? Da ich ja immer so komisch da ranfliege. Kann das funktionieren? Zweifels. Mach die Zweifels nicht. Dachte, du wolltest losgehen. Nee, ich wollte nur mal kurz weg, nur eine Freundin von mir, die hat einfach scheinbar Discord nicht ganz verstanden. Ich sehe nämlich drüben eine Freundin im Voice-Chat sitzen, bin reingegangen. Oh, die ist wahrscheinlich am Pennen. Und weiß nicht, wie man aus dem rausgeht aus dem Call. Ach so. Oh. Jetzt verstehe ich. Ha, vielleicht ist meine Mechanik doch nicht so toll. Vielleicht aber müssen wir nur anders ansetzen. Vielleicht müssen wir einfach nur, ne? Hier. Nee, das ist... Wobei, kann man so machen. Das sollte hinhauen. Und wenn wir dasselbe jetzt nochmal auf der Seite machen, fliegt das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr. Warte mal. Kann ich nicht irgendwie die Power von den Dingern irgendwie... Free-Build-Mode, dasselbe Boundary-Box. Ja, könnte ich, aber... Das... Nee, das nagt. Ich bezweifle, dass ich dann noch fliegen kann. Ja, kommt nicht vom Boden. Das ist jetzt doch ein Problem. Mein Genius kennt leider doch Grenzen. Könnte ich mal damit aufhören? Ich meine, das Ding kann ein bisschen schweben, aber es kommt nicht, es hebt nicht wirklich ab. Kann ich nicht einfach und sagen so. Kann fliegen und abstürzen. Aber das funktioniert. Sie haben gesagt, ich wäre verrückt. Sie sagten, ich wäre irre. Und sie haben recht. Scheiße. Oh, fuck. Okay, das... Okay, ich glaube daran, dass das funktionieren kann. Ich meine, die treffen ja immer meine Front und dann fliege ich auf einmal nach hinten. Warum auch immer das passiert. Könnte ich denn... wenn
kleine Bombe in die große Schale tust, würden die dann festgehalten oder würden die lose drin? Ich glaube, die würden lose drin rumschwobbeln. Das Witzige ist ja, das gesamte Spiel ist ja eigentlich darauf ausgebaut, dass du, Katapulte baust. Witzigerweise, niemand hat irgendwie eine Ahnung, wie hier in dem Spiel ein Katapult zu bauen ist. I infiltrated their base. Scheiße. Okay. Mann, wie machen wir das denn am besten hier? Das Ding zerstören ist doch ein kleines Problem. Weil wir brauchen Sprengstoff. So viel ist man sicher. So, das ist das Eis. Probably not. Mein Getränk macht komische Geräusche. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal gerade die ganze Zeit, dass ich einfach so lange fliegen kann, bis ich irgendwann auf sie abstürze und dann alles kaputt geht, was sie haben. Ja, aber das wird eh nicht funktionieren, weil das Ding höllisch unbalanced ist. Okay, denn. What should we do? Fliegen ist eine Option, nur keine besonders gute. Ja, fliegen ist keine so gute Option. Einen Arm bauen. Oh. Oh, aber du bringst mich auf eine Idee. Das ist dieselbe Idee, wo Metaton mitgelebt hat. Und Metaton dran gestorben ist. Aber das ist ja nicht so wichtig. Kann dann noch... Ups. Okay, ich könnte... Oh. Die Idee gefällt mir. Warte mal. Dafür brauche ich jetzt aber genau die hier. Ich habe gerade nur Schiss, dass wenn ich diese Bomben greife, dass die hochgehen. So, und jetzt? Okay, das passt gar nicht. Fahr mal zurück. So weit könnt ihr nicht schießen. Ich nehme alles zurück, ihr könnt es doch. Okay, das ist zu lang. Das ist zu lang, das funktioniert so nicht. Funktioniert so nicht. Und jetzt sehe ich nichts. Das ist ja gar nicht das. Das hier. Quap. Oder warte mal. Reicht das vom Platz her? Könnte ich da einfach oben... Wir können es auch so unkompliziert wie möglich machen. Nee. Nee. Das Problem ist. Warte mal, kann ich das so machen? Scheiße, die Explosion ist so hoch. Warte mal. Wie kriege ich den Grappler aus? Mit V. Nee, warte. Okay. Weil ich hätte das gerne. Das ist risky hier. Nein! Ups. Stop
fucking blowing yourself up. Arschgeigen. Das ist schwerer, als es aussieht. Längere Arme. Ja, längere Arme kann ich nicht. Es sei denn... Was habe ich jetzt schon wieder... Oh. Ich könnte natürlich... Komm her jetzt. So. Wenn ich den hier... Wenn ich hier unten anfange... Ne? Ich mach das mal jetzt so. Ich glaube nicht, dass ich so viele Bomben dahin packen kann. Oder? Warte mal. Kann man ja testen. Doch, kann man. Okay, das kann man. Wenn ich also da unten anfange mit den Ärmchen und das wird super lächerlich aussehen, aber das ist ja nicht wichtig. Ne? Fuck. Wo hab ich denn jetzt schon... Bäh. Kann ich noch mehr? Nee, da... Jetzt brauche ich auch noch den Grabber. Den Grabbenden. Und das ist, glaube ich, schon sogar zu hoch. Oder? Yes. Es könnte von der Reichweite her aber passen. So aus dem Motto, hey, Hauptsache ich muss die Scheiße nicht anfassen. Es sieht so doof aus. Und ich muss natürlich den richtigen Knopf drücken. Alter, das ist immer noch... Oh, wow. Okay. Das Problem ist... Die Dinger, das wiegt zu viel. Ich bräuchte ein Gegengewicht. Das Problem ist, es ist immer noch zu weit. Also immer noch nicht weit genug. Du kannst ja nicht einfach so sagen, sachte. Nee, das funktioniert nicht. Da brauchen wir eine komplett andere Idee. Warum? Ich komme ja nicht mal ansatzweise dahin. Ich meine, ich hätte jetzt gerade eine Idee. Wir könnten dieselbe Technologie gerade nochmal benutzen. Ey, Phoenix. Ich habe keine Ahnung, wie man Katapult baut, ist das Problem. Aber... Ich habe eine andere Idee gerade. Ruf das Fernsehen an. Pass auf. Ich baue einfach den Meanest Häcksler alive. Vielleicht noch mit Gegengewicht. Ich komme da nicht hoch. Release the Beyblades. Das funktioniert auch nicht. Das ist frustrierend. Was könnte man denn sonst noch? Metal Blades. Nee, das bringt nichts. Das ist Blödsinn. Spikes ranmachen funktioniert auch nicht.
Spikes vorne ranmachen. Spikes überall. Ja, eben. Und das Problem ist, ich meine, gepanzert bin ich genug. Das ist nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist die Tatsache, dass alles hier nicht funktioniert. Okay, das ist jetzt wiederum, das ist schon fast bösartig. Würdest du Bayonetta re-APen? Bestimmt. Weiß nur nicht wann. Das Problem ist, man muss ja irgendwie diese Festung zerstören. Wie viel? 70%. Das Problem ist, es löst gerade mal ein bisschen dieses Bogenschützenproblem. Der Turm steht leider danach immer noch. Wie kriege ich Explosion da hoch? Kann ich solche Minibomben bauen, die da einfach hochfliegen? Plau? Was ist Plau? Ist das so eine, kann ich mir so eine Art Bagger bauen? Sieht fast danach aus. Das wäre ja schon fast richtig cool. Das wäre sogar richtig cool. Ich glaube nur nicht, dass es uns gerade in unserer Situation etwas bringt. Zumal wir dann noch mehr Gewicht vorne haben. Hast du bloß einen Bombenhelikopter? Das wäre eigentlich sogar eine Idee. Das Problem ist, die Flammenwerfer töten mich ja selber. Okay, warte mal. Können wir dadurch was anderes nehmen? Bohrer. Zahnarztbohrer. Es muss doch irgendwas geben, was... Ne... Something that can kill. Komm her. Wenn ich da hochkommen könnte, ne? Au. Wenn ich da hochkommen könnte. So. Das Ding wäre Geschichte. Bomberflugzeug. Ja, also, ich glaube, ihr glaubt, dass ich zu viel kann in diesem Spiel. Dass ich zu viel beherrsche. Ich meine, ich habe jetzt schon sicke Hydraulik. Und das Ding fährt noch. Check this shit out. I'm Audi. Déjà vu. I just been in this Panzer before. Ich meine, fahren tut's. Fahren ist nicht mein Problem. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Kanonen zerstören ja auch nicht mal ansatzweise was. Das ist ja, du brauchst ja wirklich irgendwie Sprengstoff. Also hier muss man echt zusehen, dass du da irgendwie Bomben hochkriegst. Die, oder zumindest da in die Wand. Wisst ihr was? Wir speichern das mal ab und bauen was Neues. Safe. Ups. Panzer. Speichern. Ich grüße Sie. Könnte ich das jetzt? Ja, Panzer habe ich jetzt da. Okay. Gut, dann machen wir einen neuen. Machen wir was Neues.
Bau einen riesigen, nicht mehr transportablen Block Müll. Der hilft mir nicht, einen noch größeren, nicht transportablen Haufen Festung zu entfernen. Frag das Känguru. Ja, ich weiß, aber das bringt mir leider nichts. Dieser Scheiß muss weg. Das ist die Tatsache. Kann ich einfach... Warte mal. Selbes Prinzip... Ich glaube, die Idee ist richtig scheiße, die ich gerade habe. Ja, ich glaube, die ist richtig scheiße, die ich habe. Aber das wäre ja nichts Neues bei mir. Ich hätte es fast so gebaut wie etwas, das ich nicht wollte, dass es ist. Da habe ich nicht nachgedacht. Sah nämlich fast aus wie ein Hakenkreuz. Ich wollte eigentlich nur so einen Rahmen haben. Das hätte in die Hose gehen können, Kenners. Das hätte in die Hose gehen können. So, nämlich... Meine Idee... Also wenn das funktioniert, ne... Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das auch so machen. Das geht auch. So. Das mache ich wahrscheinlich gerade komplett unnötig überflüssig. Aber wir benutzen die unsere Tatsache, dass wir wissen, wie man halbwegs fliegt. Und ich betone dabei das halbwegs, weil ich keine Ahnung habe, wie man fliegt. Für mich sind auch Flugzeuge eigentlich nicht in der Lage zu fliegen, weil es eine große Dose Metall ist, die durch Magie in der Luft gehalten wird und Leute nur manchmal dabei sterben. So, pass auf. Wir haben gesagt, wir brauchen Sprengstoff, right? So, we're using Sprengstoff. Jetzt müssen wir das Ding einmal... Ich habe so das Gefühl, das wird überhaupt nicht funktionieren. Okay. What? Wieso ist da... What the fuck? Okay, jetzt steht er. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt für eine Aktion? So. Ah, geil. Die klippen dann einfach durch die Gegend. Das ist ja wunderschön. Ach, das geht wiederum. Ach, du Scheiße. Das kann doch nicht. Ha, interessant. Jesus! Stimmt, ich kann ja auch hier unten was so noch reinpacken. Nee, komm, wenn, dann muss ich es auch systematisch machen. Ups. Nein. Richtig. Richtig machen, das tun. Genug Sprengstoff to blow this fucking dipshit to kingdom come. So, ne? So weit, so gut, so weit, so sind wir. Aber wir müssen das ja noch irgendwie zu den Leuten hinkriegen, ne? Also, was machen wir? Natürlich im Zeichen einer guten Nachbarschaft. Wir packen das Ganze schön ein.
Ich sagte, wir packen... Und da kommt ein Andy. Da kommt ein Andy. Ja, Moment, muss mal eben mein Mikrofon und so. Hallo. 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 So. Und in einem Zeichen der guten Nachbarschaft sind wir sogar so freundlich und fliegen die Scheiße dahin zu denen. Und wenn das denn gemacht ist, Apokalypse now. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh Gott. Aber letzten Endes sollte man mich sowieso niemals mit Sprengstoff alleine lassen. Meine Option ist immer, spreng die Scheiße in die Luft. Das Ding, das wird jetzt einfach so übertrieben abheben und dann kommt es erstmal 3 Minuten lang nicht wieder in den Screen. So sieht das für mich aus, was gleich passieren wird. Okay, Fakt ist, ich brauche mehr zum Abheben. Wir brauchen also Ballons. Ups. Wir brauchen viel mehr Ballons. Funktioniert das so? Ballons. Okay, das kann funktionieren. Da sind Ballons dran. Ja. Und wenn diese Ballons dran sind, dann macht das Babum. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dich mal besiege spielen sehe. Besiege? Ja. Ja, im Grunde genommen geht es in dem Spiel doch darum, etwas zu besiegen, oder nicht? Ja, so geht's. Das geht's aber auch in sehr vielen Spielen so. Darum, dass du etwas besiegest. Nani! Luca, danke für den Bett. Wie lässt du die Bomben fallen? Wieso die Bomben fallen? Ich lass mich fallen. Ihr denkt immer alle viel zu pragmatisch. Natürlich. Bitte heb ab. Shit! Es hebt nicht ab. Fuck! Nein, es hebt nicht ab. Es ist zu schwer. Oh nein. Was soll ich denn jetzt machen? Kannst du das Innenleben nicht rausnehmen oder so? Das Innenleben... Wobei, ich kann die Balken davon rausnehmen, wenn ich sie finde. Unter diesen... Oh Gott, das ist... Ein erschreckendes Anblitz hier. Ich meine, so, den Bomben, ja. Ich muss nur die Mitte finden. Ah, hier, guck mal. Oh mein Gott, man schwimmt durch Bomben. Das ist irgendwo richtig scary. So, warte mal. Ich glaube, du musst trotzdem irgendwie so ein bisschen was loswerden. Nein. Weniger Bomben? Also jetzt wollt ihr aber wirklich Zanker anfangen. Naja, solltest du wirklich drüber nachdenken. Boah, ich brauchte heute einfach echt noch mehr Schlaf. Noch mehr Schlaf? Wenn man um so, weiß ich nicht, 1:45 oder so ins Bett geht und dann schon um 6:30 aufsteht, das ist zu wenig Schlaf. Ein Propeller meldet sich so schon ab. Okay, der Scheiß. Ach, weil ich da das Ding rausgenommen habe. Ha. Okay, noch mehr raus. Jetzt verliert es langsam wirklich seine Wirkung. Scheiße, fliegt der immer noch nicht? Fliegt der überhaupt, wenn du eine Bombe drin hast? Keine Ahnung. Ich habe eine andere Idee. Brauchst du den Boden unter den Ja, Bomben? Das Ding muss ja da hoch. Also. Warte mal, was ist, wenn ich schlicht und ergreifend... Okay, Bumm macht's. Wir können zum Protokoll hinzufügen, Bumm macht es. Ach schön, Feuerwerk.
Jetzt müsste man nur... Okay, warte. Vielleicht scrappen wir einfach die Idee, das Ganze dahin zu fliegen. So nach dem Motto, wir fahren dahin. Und dann lassen wir es explodieren. Genau. Mensch. Bin ich nicht ein Schlauer? Könnte meinen, dass ich genauso bescheuert bin, wie du und diese Gedankengänge verstehen würde. Jetzt muss ich nur noch mal rauskriegen, wieso kann ich das Ding jetzt nach links und rechts bewegen, aber nicht nach oben oder unten? Kannst du doch, wenn du den grünen Pfeil anwählst. Anstatt den gelben. Ach so. Oh, so. Jetzt verstehe ich auch, wie das funktioniert. Du hast noch nie wirklich so mit 3D-Model-Programmen gearbeitet, oder? Nein. Ja, merkt man. Nein. Die haben alle so ein XYZ-Rotationsgerät. Habe ich echt noch nicht. Können wir auch wieder mehr Bomben reinpacken. Außer die hier, die scheint mir ein bisschen selbstmörderisch. Und ich sollte vielleicht das Ding nicht einfach auf den Boden aufkommen lassen. So, warte mal. Boom. Einfach boom. Warte mal. Vielleicht auch... Ich muss erst mal gucken, ob sich das Ding überhaupt vom Fleck bewegt. Butterbrot. Okay, es bewegt sich tatsächlich vom Fleck. Es sagt sich einfach, fuck you, und ist weg. Jetzt könnte ich also tatsächlich da eine Steuerung einbauen. Dann fahre ich da hin und da macht das Bumm. Ich bin nicht wahnsinnig, nein. Wie kommt ihr da immer drauf? Ich und wahnsinnig. Nicht ein bisschen so. Ich bin noch nicht wahnsinnig, also ich bitte euch. Nein, dein Fuß ist dumm. Also ich verbitte mir das. Was, dass dein Fuß dumm ist? Mein Fuß hat einen Abschluss bei Harvard. Bei Harvard? Ja. Okay, Fazit, man darf echt nicht zu viel lenken. Das muss ganz sachte gehen. Und dann wie so eine Krabbe. Und dann... It does like nothing. Ist dieses scheiß Burgding unzerstörbar oder so? Herzlichen Glückwunsch! Falls Sie, was Sie getan haben. Hä? What? Wie? Jemand, bitte, bitte klippt das jemand. Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Ich bin vor dem Ding weggefahren. Gibt's einen Replay-Button? Nee, ne? Es gibt nur Zeit. Oh Mann, warum gibt's keinen Fuck? How? Wie? Ich bin doch nur rückwärts gefahren. Okay, warte. Okay, nö, das können wir ja dann nochmal. Wir fahren einfach nur rückwärts. This is how you win. Ja, wenn ich zu schnell losfahre, dann ist klar, weil... Denn die Bomben da drin anfangen zu rütteln. Aber weißt du, ich stand einmal hier. Nothing happened. Dieses Ding hat nicht mal Damage genommen.
I just won by doing absolutely nothing. Ich bin wie Luigi. Protector Shield. Du bist im Krieg aus dem Weg gegangen. Dafür hast du gewonnen. Ah ja, okay, ich verstehe. Pazifisten-Modus. Ich meine... Wusch, wow. Wie nennen wir den Scheiße? Pazifistenlösung oder was? Okay, ich begreife es nicht. Ich gehe weiter. Was? Steal one, deliver Pinewood. Ach so. Ah, warte mal, das wäre doch wieder ein Job für unseren... Für unseren Panzer. Den können wir ummodellieren. Pazifistenlösung von Andy. Mhm. Ist es ja technisch gesehen gewesen. Ich fahr weg vom Krieg. Und sag mir denn so, War never changes. Das war irgendwie so Pazifisten-Suizid oder sowas. Ja, so die Gandhi-Lösung. Hast praktisch so den Move gemacht, den Yoshimitsu in fast jedem Spiel macht, wo er sich selbst ersticht, aber dann lässt es, dass es ein Angriff ist. Ja, den kenne ich, den Move. Der ist eigentlich voll cool. Ich habe nur keine Ahnung, wie man den macht. Na, an den Gegner dran und dann sich erstechen. Nein, nicht den Baum greifen. Das Holz. Auch nicht dies. Ich find's geil, wie meine Maschinen meistens irgendwie nur selber was aus sich rausreißen. Hast du gerade versucht, dich selbst hochzuheben? Ja, das ist so ein Feature. So ein Feature bei dem Gerät hier. Du musst da irgendwie noch so ein Gelenk mehr irgendwie. Ja, ich glaube auch. Aber ich weiß nicht, passt das dann? Ich guck mal. Da geht meistens die Balance immer ein bisschen hin. Hallo Sonic Soul, hey, alle Sonic. Anderen, die mich begrüßt haben, aber hallo. Ich nicht gesehen habe. Das Problem ist, diese Maschine ist meistens zu oft damit beschäftigt, sich selber auseinanderzureißen. Ich sehe das gerade. Also macht sich das Spiel gerade selber kaputt, oder wie? So ein bisschen. Aber es funktioniert trotzdem. Hey, du hast Holz. Ich hab Holz. Ich ehr uns ein Holz. 80% Holz, der Schafe killen. Holz. Ach du Scheiße. Aber überfahren. Ja, das Problem ist, da sind einige auf diesem Hügel oben. Ups. Gut, das heißt, da müssen wir jetzt wieder umbauen. Da brauchen wir jetzt wieder andere Sachen. Alter, wie du dein eigenes Vehikel immer zerreißt. Ich habe keine Ahnung, wie das immer... Ich meine, ich weiß, wie es passiert, aber... Ich bin zu stark für meine eigene Kraft. Brah, mein Körper zerreißt. Hurray. Und dann auf einmal Death. Ich meine, ich könnte auch die Maschine von Markiplier nachbauen. Der Nade Penis. Which is definitely not a penis. So. Alter, wenn du mit die Sägen auf dem Boden aufsetzt, dann müsstest du doch eigentlich voll nach vorne fahren. Wenn du auf einmal so viel Geschwindigkeit aufnimmst. Na, die fahren nicht wirklich, deswegen. Ich baue das Ganze jetzt hier mal gerade ein bisschen um.
Sehr gut, Mensch. Bagger des Todes. Nein, Shadow, das sieht aus wie ein Mähdrescher. Ein Mähdrescher? Aber kann dieser Mähdrescher auf sicke Stunts? Oh shit. I released some Beyblades off this on this world. Oh shit. Ja, das passiert ständig. Wie der eine, der einfach wegfährt. Tschüss. Das Problem ist. Komme ich da überhaupt hoch? Nope. Ich habe langsam das Gefühl, ich muss an das Ding Hydraulik anbauen. Aber ich hätte keine Ahnung, wie. Warte, ich habe doch eine Idee. Ich weiß doch, wie. Kaputt Keks, okay. So zerbröselt der Keks nun mal. So, warte mal. Wenn wir nämlich die Mechanik hier nehmen, es gibt bestimmt doch irgendwie Suspension. Na, schau mal einer, guck. Wenn ich nämlich... Schrauben drehen, Motor andrehen. Mit blutverschmierten Flossen auf der Werkstatt stehen. Pisten. Nehmen wir mal eine Pisten. Sofern ich das darf. Bau unserem Panzer jetzt Hydraulik. Man mag mich jetzt für verrückt halten. Das tut man sowieso schon. Ich weiß. Ach, jumpt der jetzt, wenn du die Hydraulik benutzt, oder wie? Das ist mein Plan zumindest. Ach, ja. Ja, ich sehe den Chat, Nougat May Cry, aber ich achte da nicht sonderlich viel drauf. Das Problem ist, warte mal, Steering. Was ist, wie funktioniert dieses Steering? Das. Ich mach's einfach mal so. Gucken. Ja, sie funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Also. Und RIP, wow. RIP, wow, schlecht. Wieso kann ich denn nichts an den Rädern anbauen? Ich müsste ja... das Problem ist... Kann ich das irgendwie auch andersrum drehen? Ich kann es so drehen, aber... Ja, genau. Schön, dass er das so aktiviert, aber... Ich will den eigentlich nur so drehen, dass... Warte mal. Schrauben drehen, Muttern drehen. Mit ölverschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Nein, bei dem Spiel mit blutverschmierten Flossen. Auch wieder wahr. Dann müsste ich es aber andersrum anbringen. Und das wäre sinnlos. Ich versuche gerade irgendwie hier Mechanik einzubauen, damit ich lenken kann, aber trotzdem Hydraulik habe. Falls das Sinn macht. Manchmal, ich könnte es auch so machen. Dann könnte ich immer noch geradeaus fahren und... Hätte trotzdem keine Hydraulik. Nee. Weil die Hydraulik irgendwie nicht funktioniert. Ist kaputt gemacht. Und da gehen deine Beyblades wieder auf die Welt los. Hui. Oder warte mal, was schön, wie sie automatisch, wie sie so zielsuchend zu den ganzen Schafen gehen. Ja, ne? Ach, Pisten ist H. Oh. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Und geht aus irgendeinem Grund durch die Decke. Aber ja, an sich...
An sich hätten wir Suspension. Das Problem ist, wir können jetzt dadurch nicht mehr lenken. Das ist natürlich so. Ne, man kann ja nicht alles haben. Aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem jetzt schon einen Großteil. Oh, weil. Ich merke schon jetzt, weil sich meine Beyblades wieder auf die Welt losgelassen haben. Mhm. Wenn wir dann nämlich da irgendwie. Ich warte jetzt einfach mal. Vielleicht erledigt sich dieses Problem ja von selber. Da ist ein Schaf genau unter mir. Das ist so doof. I win. Ich müsste so noch so eine Maschine bauen, so I'm winning by doing absolutely nothing. Könnte man eigentlich irgendwie so Spinnenbeine bauen? Bestimmt. Also kann man individuell die ganzen Hydrauliksachen belegen oder ist halt einmal nur... Man kann Sachen manuell belegen. Also so ist das nicht. Oh, fancy. Dann könnte man wirklich eine Spinne bauen. Du könntest wirklich einen Spinnenbot bauen, ja. So, warte. Und jetzt mache ich es uns einfach, weil... Shadow, kennst du noch X-Dax? Extrem abgefahren. X-Dax? Ja, die Sendung war merkwürdig. Sie war auch merkwürdig, aber mir in solchen Momenten muss ich halt immer ein Zitat bringen. Cool! Cool! Du hast einen üblen Mund, Gulli. Ne, warte, das ist Blödsinn. Das hier. Ich will mal die andere Steuerung ausprobieren, weil an sich... Wenn es sich nicht selber abbrechen würde, wäre das sogar voll die Idee. Weißt du, warte, das spiele ich jetzt mal an und guck mal, wie sich das so spielt. Ach du Schande. Was? Also, da kannst du aber nicht mit nach hier Super Robots oder so gehen. Super Robots? Wie heißt diese Show nochmal? Battlebots. Wo die so Toaster programmiert haben, um sich zu töten. Battlebotze. Okay, das Problem ist, die Assis da hinten die Pfeile schießen. Wo ist ein Schild? Ja, ich glaube, ich muss doch meinen Panzer nehmen und dann einfach... Ja, warte mal. Ich meine, hier habe ich ja jetzt noch die Lenkung, also von daher. Oh, wer ist das? Hallo. Vivi. Ein Würfe. Ein Würfe? Würfe. Ich baue Panzer. Na, was geht ab, Leute? Ich baue Panzer. Du baust Panzer? Nice. Okay. Die Frage ist, ich glaube, mein Panzer ist zu... Ja, das habe ich... Na, wobei... Es gibt ja nichts, was für meinen Panzer zu groß ist. Außer Explosion. Und gleich zur Explosion. Ja, das Problem ist, sein Wendekreis ist ein bisschen scheiße. Ja, doch. Man darf so nicht so viel immer von dem Panzer erwarten. Und vor allem, wenn diese Assis dann immer genau dann auf die scheiß Bombe da... Weißt du was? Wisst ihr was? Das habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben. You dipshits. Meine größte Macht, sie ist ein Panzer. Schön. Okay. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Fuck. Wahrscheinlich wegen Girls vs. Panzer. Girls vs. Panzer. Girls on Panzer. Girls Panzer. Panzer-Girls. Panzer, ich begrüße Sie. Okay, ihr habt das habt ihr so gewollt, ne? You just fucking dipshits. Jetzt lasst mich in Ruhe Panzer fahren.
tut nicht so, als ob ihr hier durchkommen würdet durch meinen Panzer. Oh, scheiße. Das ist auch noch eine Bombe. So, nu ist Ruhe. Jetzt muss ich dann nur noch hochkommen. Mit meinem dicken Panzer. Der ein bisschen zu groß dafür ist. Ah, shit. Na komm. Schnuggi. Hoch da. Yes! Okay. Okay, es ist möglich. Ich muss nur... Oh, das ist schwierig. Aber das ist nichts, was der Panzer nicht schaffen kann. Panzer, zumindest bis er runterfällt. Scheiße. Okay, let's try that again. Jetzt habe ich schon bewacht, wie ich es habe. Okay. Okay. Ich bin zu late. Also ich bin zu late für den Panzer. Passt schon. Für den Panzer. Panzer. Entschuldigung. Oh, schön. Panzer. Ich meine, ich versuche ja auch gerade so eine Passage hier mit einem Panzer zu machen, also. Das Ding ist halt. Nein! Fuck. Das Ding ist halt nein! Alles klar. Ist ja mal schon fast besser bedient, wenn man versucht zu fliegen hier. Aber dann ploppen deine ganzen Sachen. Ja, das auch. She got me catching. All night long. Oh, seid. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen da echt mal was Neues für. Ein Badon? Brauchen wir mal einen Badon? Bauen wir einen Badon? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie man hier so ein Flugzeug oder irgend sowas baut. Ich weiß gar nicht, was ein Badon ist. Nein, okay. Was ist das? Mein Badon. Oh nein, mein Badon! Kann ich nicht einfach. So, so, call it a day. Me no. Okay, das Ding das funktioniert so nicht. Copies. Right thing. It's evil, they say, but it isn't. Ich meine, ich muss doch wirklich nur. Literally. Warte mal. I don't know how to read. Okay, gut. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ups, das ist komplett falsch. Warte, wie viel Geld brauche ich dafür nochmal? Alles. Can you please drive to the east? No. Okay, gut, brauchen wir halt 4 Räder. Gut, dann löschen wir halt wieder alles, okay. Mano! Mano a mano. Kann ja wohl nicht so schwer sein hier. Like any Tom, you shine. Fuck. Man hört die Leute mal richtig so. So nach dem Motto, alle sterben. So nett war, ja. Meine Güte. Fall doch nicht auseinander. Wieso meinst du mir überhaupt? Meine Güte. Ich bin
gerade nicht in der Lage, ein T-Shirt zu malen. Das ist gerade richtig sad. Bau doch noch einen Panzer, nur einen kleinen. Bau einen Panzer auf deinen Panzer. Ein Panzer auf meinem Panzer? Das wäre denn ein Doppelpanzer. Oder ein Panzer-Eron. Nee. Doch. So. Ey, das ist mein Rad, das brauche ich noch. Aha, aber ihr könnt mich trotzdem nicht... Scheiße, ich häng fest. Nein! Nein, Dad! Oh, no! Okay. Tactical. Warum fahrt ihr Penner denn nach links? Tactical Retreat. Yes, geschafft. Dieses Auto erinnert mich so hardcore an diese Flip-Flop-Autos da, die ferngesteuerten Autos, die du so kaufen kannst. Destroy 60% of everything. Damit also einfach reinfahren, explodieren. Technisch gesehen wäre das sogar voll die Idee. Weil ich brauche scheinbar wirklich auch für... Okay, die Nervensägen haben keinerlei... Dings. Das Problem ist nur, ich muss ja vorher das Dorf zerstören. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich die Burg zerstört kriege. Aber dass der Rest nicht abhanden kommt. Ich glaube, ich habe aber eine Idee dafür. Nämlich. Aber Joey, es gibt doch auch Allrad-Lenkung. Allrad? Joey meinte gerade so, mach's doch wie beim Auto. Einfach nur vorne lenken, hinten fest. Okay, da ist jetzt das Problem, da rennen die Leute gegen wie solche Vollidioten. Kannst du nicht wieder so ein Hydraulik machen und dann so ein Hydraulik-Bomben-Hammer? Ja, ich glaube, das mache ich auch. Zwar nicht so weit diesmal, weil brauche ich eigentlich ja nicht. Aber ich möchte nur mal sagen, dieses Ding ist so unglaublich, ne, vielfältig, akzeptabel, cool. Diese Welt ist klein, so klein. Das auch. What the fuck? Warum geht der Scheiß denn vorher hoch? Hat einer von euch doch irgendwie? Okay, das könnte sogar funktionieren. Ich habe sogar eine Idee, wie es mit Sicherheit funktioniert. Mehr Bomben. Genau. Andy, du liest meine Gedanken. Siege wäre auch noch so ein Game, was ich liebend gerne mal gespielt hätte. Do it. Do it. Ja, stimmt, Kanonen vorne dran. Nur extra Schaden machen. Ach, Kanonen. Ich sag dir, Kanonen. War schon Kanonen. Explosives. That's where it's at. Explosive Diarrhoe. Projectile Vomiting. Ich muss nur... Das Game ist nicht kostenlos, aber mittlerweile sollte es, glaube ich, sehr billig auf Steam zu haben sein. Wenn die jetzt mal aufhören würden, ständig, ne, schon vorher zu explodieren... Jetzt ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum die Dinger manchmal vorher schon explodieren.
Geht aber doch. Da vorne irgendwie so Kettensägen oder so dran, dass die ersten Gegner da einfach einfach in der Säge landen. Ja. Die Idee ist sogar gut, warte mal. Kann ich das? Ja, warte mal, muss ich so machen, wa? Und dann quasi... Das Witzige ist ja, bei dir, Andy, würde ich sogar richtig gern sehen, was für Ideen du hast. Was für kranke Maschinen du bauen kannst. Ich meine, das Spiel gibt mir ja schon, ne? Mir ja schon. Ja. Alter! Killer Queen! Und dann boom! Komplette Insel zerstört. Was müssen wir nochmal machen? Ja, manchmal denkt sich aber auch meine Maschine so, nee, I prematurely combust. Oh. Ich seh das einfach zu. Ich kann mich auch einfach selber in die Luft sprengen. Funktioniert auch ziemlich gut. So, warte mal. Wir machen das jetzt mal in Slow Motion. In Slow Motion. Bisschen näher. Oh! Okay, nee, warte, komm. Tete Kuhn. Potato-Kuhn. Potato-Kuhn. Ach, manchmal gehen die Kreissägen ab. Oder... Boah! Ey, wir können das Ganze aber auch noch langsamer machen. 15% Speed. Was ist das, so richtig Michael Bay wo wieder raus, oder wie? Ja, noch ein bisschen näher ran. Man sieht einfach nur die Leiche. Ich glaube, manchmal fliegt einfach nur eine Leiche gegen eine Bombe. Und dann... Babu! Beizer Dasto! Wahrlich eine Bombenstimmung. Vor allem, weißt du, jetzt hier in der geilsten Kamerapose... Warte mal. Jetzt will ich aber nochmal so einen Shot von der Seite irgendwie haben. Einfach nur, vor allem kommt so ein hydraulischer, so eine Kreissägenwand auf dich zu. Die ich, by the way, auch fester anbringen könnte. Ja, da fliegt manchmal einfach nur eine Leiche gegen. Mehr ist das gar nicht. Die haben keine Pfeile oder so, oder das Rüttel einfach. Da fliegt eine Leiche gegen die Bombe. Weil das Ding einfach unaufhaltbar da ranfährt und dann... Boah! Produced and executed by Michael Bay. Das Spiel ist echt wie damals so Playmobil spielen oder Lego. Basically. Auch vor allem jetzt, welchen Insel 2... Ich will nur mal gucken, was hier ist. Ich mache auch hier schon vor heute Feierabend. Ah, es ist 19 Uhr schon? Kill All Nights. Ja, meine Güte, ich hab heute, ne? Ich hab gedacht, so. Ich meine, wir können dasselbe nochmal versuchen. Das ist nochmal schockierend, wie gut das funktioniert. Hoi. Es ist erstaunlich, wie gut einfach so ein. So eine Art Selbstzerstörungsknopf für einen Panzer funktionieren kann. Der Rest wird einfach von Schrapnellen erledigt. Wo lebt denn da? Da lebt noch einer und ein Jack. Vor allem, das fällt mir jetzt mal so nebenbei auf,
Die sind ja eigentlich voll friedlich. Die einige tröten da nur, die tröten da alle nur rum. Und ich komme da jetzt an mit meiner fahrenden Bombe. Weil die einen, weil da welche einfach da hinten stehen und sich denken, ja Mensch. Wisst ihr, vorher war es immer ein Problem, die alles zu zerstören. Und auf einmal bist du die Zerstörung. Und plötzlich merkst du, du bist das Böse. Wie lange dauert es, bis man merkt, dass man der Punisher wird? Oh, das Game ist awesome. Oh, ich hätte das viel früher mal wieder spielen müssen. Besiege ist eigentlich so ein geiles Game. Kannst so viel blödes Zeug machen. Müssen wir eigentlich auch mal irgendwie Dings hier Tutorials angucken, wie man was effizient macht und nicht wie ich einfach nur total dumm. Aber ja.